Herzlich willkommen zu Omas Küche. Wir lernen heute eine lebende Legende kennen, und zwar da, wo es am schönsten ist, nämlich in der Küche. Wir sind hier im Kaffeehaus Sibylle Augusta am wunderschönen Kap Zwenkau, Zwenkauer See. Und bei ihm allerdings bin ich mir nicht so ganz sicher, ob er Messer in der Küche genauso benutzt, wie wir sie kennen. Vielleicht fängt er gleich an zu jonglieren. Artist, ja. Entertainer, Leipziger Legende, Gerd Vogt. Ich freue mich so wahnsinnig, lieber Gerd. Wir dürfen uns ja gar nicht so wirklich umarmen, aber so ein bisschen auf Abstand. Komm, hier, so, das. So. Ja, machen wir alles. Gerd, ja. Was für ein schönes Gericht werden wir denn heute kochen zusammen? Ja, in meiner frühesten Erinnerung ist meine Oma Frieda mir eingefallen. Und die hat handgemachte Kartoffelklöße gemacht, beziehungsweise Thüringer, nach ihrer Art. Mm. Und das, ja, zu kaufen kriegt man viel, aber die handgemachten... Die sind anders. Will ich mal zeigen, was das für Arbeit war. Ja, so. Und was gibt's dazu, mein Lieber, oder gibt's nur Klöße? Nein, und dazu Hirschkeule. Oh, lecker. Ja, ich hoffe, es gelingt. Na dann, lass es uns probieren. Nicht, dass du mich so durcheinanderbringst. Ich fange schon an mit Zettern. Gerd, komm mit, ab in die Küche. Yippie. Und Chefkoch hier im Kaffeehaus Sibylle Augusta ist natürlich Christian Müller. Christian, ich bin so froh, dass du immer da bist, weil da weiß ich, es funktioniert heute alles. So, was ist die Herausforderung an dem besonderen Gericht von Gerd heute? Oh, die Herausforderung wird sein, wir haben eine wunderschöne Hirschkeule und die müssen wir natürlich erstmal einmal auseinandernehmen und zu portionieren, sage ich mal. Wir machen ja einen Hirschbraten. Und die Herausforderung daran ist eigentlich, wir waren gestern ja schon fleißig, wir haben die Hirschkeule nämlich gebeizt über Nacht, also eingelegt. Und diese Beize werden wir heute zwar noch einmal kochen, damit die Zuschauer das auch sehen, was wir da gemacht haben, aber wir waren schon mal fleißig und haben schon ein paar Sachen vorbereitet. Vorbereitung ist alles, ne? Sagt ist man alles, eigentlich in der Küche. Das ist richtig, ja. Und Gerd, du wirst nachher die Klöße machen. Jawohl. Darauf freue ich mich ja richtig, weil jeder macht sie anders. Genau. Und richtige Thüringer Klöße ist... Das ist Handarbeit. Das ist Handarbeit. Ah, das ich mache sie nach Oma Friedas Art. Oma Friedas Art, genau. Ja, ja. Und als Dessert kochen wir noch einen Vanillepudding mit Erdbeeren. Richtig. Einen richtig klassischen Vanillepudding, wie man ihn zu Hause genau. Mit macht. Frischen Erdbeeren mit frischen hoffentlich. Erdbeeren. Aber natürlich, ja. Die hingen halt früh noch am Strauch. Ach toll, ja. Wunderbar. Dann würde ich sagen, können wir schon mal loslegen. Was ist denn Arbeitsschritt Nummer 1, Christian? Arbeitsschritt Nummer 1 ist, wir kümmern uns natürlich als erstes um die Keule, dass die auseinandergenommen wird etc. Parallel putzen wir uns ein bisschen Gemüse zu für unsere Beize im Endeffekt, ganz klassisches Wurzelwerk und kochen auch so einen kleinen Fond aus Rotwein, Weißwein, Weißwein, Essig und ein bisschen Wasser, ein paar Gewürze. Und das ist so das, der erste Schritt, mit dem wir eigentlich anfangen. Und Christian, du weißt, wir müssen bei Gerd vorsichtig sein, weil Messer benutzt er gerne mal zum Jonglieren. Ja? Also Vorsicht bei der Aufgabenüberteilung. Richtig. So. Aber heute bin ich ungefährlich. Schauen wir mal. Dann legen wir mal los. Genau. Wir haben die ganze Hirschkeule mit Knochen noch. Und wir werden jetzt nicht die ganze Hirschkeule verarbeiten, also heute zumindest nicht. Aber erstmal so, dass wir... dasselbe Rezept ungefähr haben, was wir schon bereits vorbereitet haben. Und deswegen, das ist so die aber das größte... Das ist nicht das Geweih. Das ist nicht das Geweih, das hängt bei mir zu Hause im Wohnzimmer und ist abgefallen. Natürlich. So. Und im Endeffekt, die Hirschkeule besteht aus verschiedenen Teilen. Es gibt eine große Nuss, eine kleine Nuss etc. Und die nehmen wir her für den Hirschbraten. Und ja, im Endeffekt, wenn man die Keule allgemein oder allgemein Fleischteile zuputzt, gibt es immer so kleine Fasern, die langlaufen und da schneide ich auch mit dem Messer lang und die geben mir eigentlich die Richtung vor, ohne dass ich in das Fleisch groß einschneide. Und wir werden jetzt die Keule schlicht einfach auseinandernehmen, sage ich mal. Wir werden sie nicht hohl zuputzen, das heißt, dass wir den Knochen quasi rausholen, ohne hier reinzuschneiden. Weil dann müssten wir es wieder wickeln, wenn man einen großen Braten macht oder einen ganzen, aber eine Hirschkeule im Ganzen ist schon, da brauchen wir auch einen großen Ofen für. Ich muss gestehen, Christian, ich habe noch nie so eine riesengroße Hirschkeule gesehen. Ne? Ich sehe das ja immer nur als kleines Steak dann irgendwie auf dem Teller. Aber so in dieser großen Form? Das ist noch eine relativ kleinere. Also nicht eine relativ kleinere, so eine mittlere nenne ich es mal. So ein Hirsch wird ja, ich sage es mal, gibt ja verschiedene Hirsche. Rothirsch, Stammhirsch. Und die wiegen so zwischen 80 bis 770 Kilo. Kann so ein Ding groß werden.
Und das ist jetzt so eine mittlere. Und das ist, es wird für uns reichen zum Essen. Hey. Davon gehe ich aus. Es sei denn, Gerd, du hast Riesenhunger. Na, so groß ist er nicht, wenn ich das sehe. Aber der 12-Enter hat sicher so einen Schenkel und ein 3-Enter hat so einen Schenkel. Ja. So, und jetzt sind wir schon hier durch und jetzt sind wir schon direkt auf dem Knochen unten. Oh, es tut mir weh. Ja, ne? Aber schmecken tut's. Das auf alle Fälle. So. Mein lieber Gerd, wir werden ja heute auch noch die Möglichkeit haben, wirklich so viele schöne Geschichten über dich zu erfahren. Oh. Ich hatte vorhin so locker, flockig, lebende Legende gesagt, aber du bist es tatsächlich. Oh. Im Unterhaltungsgenre, gerade in der Leipziger Gegend, also ich glaube, da ziehen alle den Hut vor dir, oder? Das weiß ich nicht, aber ein paar Erlebnisse habe ich schon erlebt. Ja, ja, die werden wir heute mal ins Auge nehmen. Denkst du? Aber, ja, ja. Aber wir werden mal wirklich die ersten Schritte hier von unserem Christian wirklich mitverfolgen, weil das ist gerade so spannend mitzuerleben, sicher auch für unsere Zuschauer, die sowas hier vielleicht ja auch wie ich zum ersten Mal sehen. Ja, ich habe mit. Ich kaufe die Keule schon fertig. Eben, genau. Ich auch. Also man, beim guten Metzger, ne, an der Theke kann man sowas auch vorbestellen, auseinandergenommen. Da kann man sich auch die Stücke wünschen, welches Stück man haben möchte. Und man sieht ja, hier ist es ein ordentlicher Knochen. Und das ist ja im Endeffekt nur der Schenkel oben und nicht die ganze Keule, weil sonst wäre ja hier noch ein ganzer Fuß mit dran im Endeffekt. Und wie gesagt, beim Metzger sich das vorbestellen, wenn man das mal machen möchte. Wenn man einen guten Metzger hat, den man vielleicht auch kennt, befreundet ist, der legt ihn das vielleicht sogar schon einen Tag vorher ein. Und dann würdest du auch empfehlen, ne? Grundsätzlich ja, weil es ist weniger Arbeit zu Hause, ganz klar. Aber natürlich gibt es auch, wie bei Oma Frieda, die hat ihr eigenes Rezept und da würde, würde sich Oma Frieda auch nicht trauen zu sagen, ich lasse das mir nehmen. Ja, nee, das, das Zepter gibt eine Oma Frieda sicher nicht aus der Hand, ne? Nein, wie, das wie ist war das bei euch damals so? Also gerade wenn eben Oma Frieda noch gekocht hat, durftest du da überhaupt mit über die Schulter gucken oder zureichen? Also bei der Hirschkeule nicht, aber ich war mal eingespannt bei Kartoffelschälen, bei Kartoffelreiben. Das war ja alles handgemacht. Ja. Guck mal hier, jetzt kannst du das alles fertig kaufen. Kloßmasse, ich will nicht Werbung machen, aber... Eigentlich gibt es das schon fertig, aber trotzdem, nichts geht doch über Hand gemacht, oder? Auch der Jugend zeigen, was das für Arbeit war. Ja. Und was ich als kleiner Junge schon machen musste. Na, die müssen heute alle nicht mehr machen, ne, Gerd? Nicht mehr viel, siehst du hier. Packung auf, rein, Wasser, fertig. Also wir gehen heute mal wirklich den ganz originären Weg. Christian, du wirst dann unseren Gerd auch noch einteilen, was er dann hier tun kann, ja? Weil ich sehe, er wartet auf Anleitung. Genau, genau. Ich darf so schon anfangen wie mit bei Kartoffeln. Oma Frieda. Wir haben uns jetzt erstmal um die Keule gekümmert. Ja. Wir sind auch damit eigentlich fertig mit dem Stück, was wir haben wollten. Wir haben jetzt ein Stück hier. Jetzt putze ich hier noch so ein kleines zu. Das reicht uns zur Vorbereitung. Und den Rest werden wir später verarbeiten. Ich, wenn ihr dann draußen essen dürft. Und wir werden jetzt parallel, also wie gesagt, hier ist die zugeputzte Keule. Den Fond dazu kochen wir jetzt gleich. Nur dass wir müssen es in den Topf bringen, in den Bräter bringen, damit es fertig wird. Richtig. Dann, bitte schön. Muss anderthalb Stunden, mindestens. Mindestens, je nach Größe vom Stück, ja. Genau. Unsere Hirschkeule schön angebraten, dann haben wir das Gemüse separat aus unserer Beize rausgenommen, das braten wir gerade hier ein bisschen noch mit an. Man sieht, wir haben Sellerie, Karotten, Lauch, die ganzen Gewürze, ein bisschen Tomatenmark haben wir damit reingemacht. Mhm. Mit Rotwein haben wir es jetzt schon einmal abgelöscht und jetzt köcheln wir das so ein bisschen, das werden wir noch so ein, zwei Mal machen. Dann kommen die angebratene Hirschkeule rein, der restliche Fond mit drauf und ein bisschen Brühe haben wir uns vorbereitet, damit wir auch schön Soße haben, weil das ist ja ein Braten und Knödel, das braucht Soße, ne? Und das machen wir so ein bisschen nebenbei. Komm mit, guck. In der Zwischenzeit haben wir diesen Fond schon einmal jetzt hier hingestellt. Also hingestellt, angesetzt. Wir haben auch hier Karotten, Sellerie, Lauch, geschnitten Rotwein. Wir haben ein bisschen Wasser mit rein. Jetzt machen wir noch einen Schuss Weinessig mit rein. Die Gewürze dazu. Und da haben wir die klassischen Gewürze Pfeffer, Lorbeer und Wacholder genommen.
Hätte Oma Frieda genauso gemacht, oder? Genauso. Er hört aufs Wort. Perfekt. So muss das sein in der Küche. Ja? Und Christian, ich denke mir, du bist jetzt auch schon mal stolz auf Gerd, weil der hat hier schon mal vorgearbeitet Richtung Thüringer Klöße. Und das sieht perfekt aus. Guck dir das mal an. Yeah. Er hat das, ich habe es gesehen, in so einem ganz alten Kartoffelsack ausgepresst, auch die Stärke raus und sowas, wie man es wirklich von früher noch kennt. Absolut. Genau. Fantastisch. Die Stärke, wie geht's denn weiter, Gerd? Hier. Was machst du da jetzt? Ja, nächster jetzt, Schritt bei den Klößen. Pass auf. Jetzt mache ich hier in dieser Soße, die ich ausgedrückt habe, ganz langsam gieße ich das ab. Mhm. Und da ist am Boden die Kartoffelstärke, siehst du? Mhm. Da. Und das ist ganz wichtig, dass die dann noch mit hier reinkommt, denn das festigt die Klöße. Ach, diese Stärke brauchen wir? Die Stärke brauchen wir. Da. Mhm. Die kommt dann mit dazu. Aber vorerst müssen wir noch diese Kartoffeln durchdrücken, denn die müssen ganz heiß hier rein. Und da hat Christian hier so eine wunderbare Presse. Und auch jetzt kommt eine Kartoffelpresse hier zum Zuge. Sag mal, gibt es sowas überhaupt noch, Christian, jetzt mal ohne Mist? Oder ist das hier total oldschool? Wie eben bei Omas Küche. Nein, man kann tatsächlich noch Kartoffelpressen kaufen. Es gibt nicht mehr diese Kartoffelpressen von früher, wie man sie kennt. Das gibt es in den seltensten Fällen. Und man muss schon in einen gut sortierten Laden gehen. Diese Haushaltswarenläden, die gibt es ja gar nicht mehr. Ne? Verschwindet ja alles, was man von früher kennt. Und Gerd, da ist richtig Muskelkraft gefragt. Ne? Wow. Ja. Ich meine, so bleibt man auch fit. Da musst du nicht ins Sportstudio gehen, sondern kochst einfach. Genau, auch nicht täglich, bitte. Gerd, lass uns doch mal dich ein bisschen näher kennenlernen. Weil der Clou ist ja, du bist ja eigentlich, obwohl du Leipziger Original und Leipziger bist, in Tschechien geboren. Ja, aber du warst nur ganz kurz da, ne? Ja, nur geboren. Also ich sage immer scherzhaft, gezeugt bin ich in Leipzig. Dann ist meine Mutter ausgebombt, ist zu ihrem Schwager nach Renskow, was damals noch Herrn Skretschen hieß. Mhm. Ja, und dort bin ich genau am 8. Mai 1945 zur Welt gekommen. Ja, und somit bin ich ein Befreiungskind. Weil das war ja genau Kriegsende. Absolut, das kann man ja genau so sagen. Ne? Richtig. So, und jetzt ist ja auch das Spannende, ich meine, als Artist kommt man ja nicht wirklich zur Welt. Ne? Also so eine Leidenschaft entwickelt sich ja. Und ich glaube, da haben die Frauen bei dir in der Familie so ihr... Das ist auch wieder Oma Frieda schuld. Ach ehrlich, die Oma wieder? Die war ein großer Zirkus-Fan. Und nach dem Krieg entstand der Zirkus Eros. Aha, kenne ich auch noch. Wo früher der Kristallpalast, der legendäre, gestanden hat, der ja 1944 mit ausgebombt ist. Und da war dieser Bau, dieser provisorische Bau von Cliff Eros entstanden. Und da ist Oma Frieda mit mir in jedes Programm gegangen. Und da warst du hellauf begeistert und hast dir gedacht, happy. Was machen die da vorne? Genau. Ne? Will ich auch. Ging das so los, Oh, die sehen alle so hübsch und schmuck aus. Da muss ich hin. Sehr gut. Ja. Das spricht und für da habe ich auch erstmal, dann hat meine Mutter gesagt, das ist eine brotlose Kunst. Wo sie später natürlich nicht recht hatte. Ja. Aber. Ich meine, du hast ja nun wirklich die glorreichen Zeiten der Artistik miterleben dürfen. Und das war ja zu DDR-Zeiten als Unterhaltungskünstler. Ich glaube, gut, oder? Sehr gut. Ja. Aber vorerst war ich noch Möbeltischler. Stimmt, was ganz anderes gelernt. Ich habe das nebenbei als Amateur gemacht. Ja. Ja, und dann dachte ich, mein Gott, da gab es Einstufung schon. Mhm. Und da hatte ich die Einstufung A und das bedeutete, du kannst einen Antrag auf den Berufsausweis stellen. Hast du gemacht, ne? Habe ich gemacht und das hat auch geklappt. Und ab da hast du tatsächlich dann nach dieser Einstufung dein Hobby zum Beruf gemacht? Genau. Jetzt müssen wir noch mal sagen, mein lieber Gerd. Und wir haben hier hinten auch ein Messer schon liegen. Ja? Und ich denke mir, viele deiner Fans, die jetzt ja auch zuschauen, die denken, wann nimmt er endlich ein Messer in die Hand? Ja? Die auch neben ihm stehen, die Fans. Die auch neben ihm stehen. Oh. Ja, alle, ich auch, also wirklich. Was? Ja, ich habe so schöne Sachen von dir gesehen und dachte mir, ich freue mich so wahnsinnig, dich hier mal näher kennenlernen zu dürfen. Weil was du kannst, ich
kenne niemanden, der das so toll macht wie du. Jongleur, Artist, mit Messern, mit Gläsern, mit irgendwie allem, was es gibt. Ja? Und vielleicht können wir mal ein ganz kurzes Kunststückchen schon mal zeigen, so nebenbei? Ja. Ja? Ey, komm, mach mal. Ja. Weil, ich meine, das ist ja... Weil das Christian hat ja solche Sachen in der Küche hier. Ich sage, darf ich das mal nehmen? Also es geht auch mit allen x-beliebigen Dingen. Aha. Komm mal, Mund Achtung, nehmen. Es geht los. Ha? Oh ja, gelernt ha? Ist halt gelernt. Oh. Boah. Und Christian hat ja Wein hier. Ja. Wer kocht, braucht auch Wein. Wollen wir die Flasche öffnen oder ist das auch schon guter Wein? Das ist selbstverständlich auch guter Wein. Na dann gieß mal ein. Ehrlich? Ja, wer kocht, muss auch trinken. Na, aber hallo. Das haben wir für Christian gar kein Glas. Lieber Gerd, was wir unbedingt noch wissen müssen nachher, wie man wirklich so etwas also verfeinern kann. Und da darf ich schon mal verraten, dass du ja auch noch ein fast schwarzes Kapitel in deiner Vita hast. Ja? Aber erst müssen wir mal spannend. Anstoßen. Jetzt aber erst mache ich was wir ganz Besonderes okay. für dich. Ich habe ja ein Requisit von mir mitgebracht. Ja, erst reden und dann, ne? Ja. Erzähle. Pass auf. Extra für euch. Ja. Nein. Ja. Oh Gott. Jetzt nichts mehr sagen, bitte. Konzentration. Trommelwirbel, Trommelwirbel, Trommelwirbel. Ich drehe durch. Gerd, du bist verrückt. Du bist definitiv verrückt. Aber schön verrückt. Aber schön verrückt. Auf ich danke dir. Oh mein Gott. Auf unser gemeinsames herrlich. Kochen. Auf Christian. Ja. Auf Auguste. Die darf nämlich heute frohen Leichnam feiern. Und wir dürfen heute deshalb hier kochen, weil eigentlich zu ist. Das ist richtig. Ja, Prost. Also auf gutes Gelingen. Auf dich vor allem, Gerd Vogt. Zum Wohl. Zum Wohl. Wir haben jetzt die Knödel in unser kochendes Salzwasser getan. Ja. Die schwimmen schon langsam oben. Man sieht, sie sind grau geworden, ne? So wie man richtig Thüringer Klöße kennt. Das Fleisch ist mittlerweile weich gekocht. Man sieht, die Soße ist einreduziert. Wir haben uns zwischendurch auch schon ein bisschen Soße rausgenommen durch ein Sieb, damit das ein bisschen feiner ist. Und das ist, duftet. Oh, ein Traum. Kann es kaum erwarten. Ne? Ja, aber sag mal, Christian, woran erkenne ich denn jetzt wirklich, dass so Thüringer Klöße fertig sind? Ja, woran erkenne ich die Klöße? Ja, warte mal, dann mache ich mal. Das hat Oma Frieda mal gemacht. Die hat da so einen kleinen Kloß rausgenommen. Mhm. So. Dann auf den Teller gelegt. Hat ihn dann so auseinandergerissen. Und hat gesehen, so. Dann müssen die so fluffig sein, die ja? Die müssen dann so fluffig sein. Das ist es, Christian, echt? Ja. Ja. Und schmecken wunderbar auch nach also, Kartoffeln. Genau. Mmh. Die sind herrlich. Noch, die sollten jetzt noch so leicht cremig drin sein, sind ne? So ein bisschen genau. Ja, ne? Also das ist wirklich was echt toll, Besonderes. Was machen wir jetzt noch weiter, Christian? Wir sind eigentlich quasi fast schon kurz davor anzurichten. Wir haben unseren Pudding auch schon fertig, die Erdbeeren geschnitten. Wir haben für unsere Klöße noch so eine, ja, aus Semmelbrösel und Butter, ne? So ein bisschen was gemacht, was man so drüber streut im Endeffekt, damit das so ein bisschen knusprig für die Optik. Dann lassen wir das noch so ein bisschen köcheln und das lässt mir jetzt noch die Zeit, dich noch nach deinem dunklen Kapitel zu fragen, Gerd. Das wollen unsere Zuschauer natürlich wissen, weil ich habe da was gelesen, da dachte ich, wie, du hast gesessen? Ja, aber ist schon ein ganzes Weilchen her. Mhm. Ja, ich war also ein Soldat an der Grenze, an der sogenannten Friedensgrenze zwischen Sozialismus und Kapitalismus. Und da sollte man eigentlich immer Obacht geben. Aber wie gesagt, wir haben die Grenze nie so ganz ernst genommen, weil die Feinde sollten ja drüben sein. Mhm. Und komischerweise wurden wir nachts immer eingesetzt, dass wir mit dem Blick in die eigene Richtung gucken sollten. Also hat ein Feind im Rücken, was ja eigentlich gar keiner machen sollte. Stimmt. Ja, und deswegen sind wir so in die Gedanken gekommen. War Himmelfahrt. Bei uns ging es durch Grenzgebiet eine Straße durch, die auch heute wieder offen ist. Die geht von Mühlhausen bis nach Eschwege. Eine Fernverkehrsstraße. Und die haben wir ausgenutzt, weil die von drüben immer noch gepflegt worden ist. Bei uns war eine Panzersperre dazwischen.
Und da kamen am Himmelfahrtstag drei junge Leute und winkten schon mit Bierflaschen. Ah. Ja, und da haben wir gesagt, ne, aus Halbleeren trinkt man nicht, nur voll nehmen wir an. Ja, jedenfalls, sie wieder zurück nach Manfried, wieder da hochgekommen. Und jetzt war es an uns. Und da sind wir ganz sanft da durchgekrochen und haben uns die Flaschen genommen. Und das sollte ein einmaliges Erlebnis sein. Und war es aber nicht. Es ging immer noch ein bisschen hin. Und dann haben wir irgendwann schon Schluss gemacht. Und kurz vor meiner Entlassung ist einer fahnenflüchtig geworden und hat drüben alles erfahren, was es doch noch für Soldaten gibt. Und da wurden wir ins Gefängnis gesteckt. Ach, wegen so einer große, Kleinigkeit. Ihr habt einfach nur mit denen so ein bisschen getrunken, ne? Ja, großer Schauprozess. Oh. Und da war ich 2 Jahre und 10 Monate im Staatssicherheitsgefängnis in Berlin-Lichtenberg, im großen Stasi-Gefängnis. Ja. Und dort habe ich einen Artisten kennengelernt und von denen, ja, den habe ich alles zu verdanken. Ah, das ist doch der Knaller, ja. Oder? Ja. Da muss man sich mal überlegen, also wirklich so das dunkelste Kapitel hat eigentlich auch was Helles, ja. Weil da konntest du dann deine ganzen Fähigkeiten, genau. Also ich hatte schon immer den Spleen dazu. Ja, und wie gesagt, ich hatte meine eigene Artistenschule bei der Staatssicherheit. Wahnsinn. Dann lass uns mal anrichten, ja, würde ich sagen. Weil jetzt wird gegessen. Wow. Ja. Hoffentlich schmeckt es uns. Ja. Und vielen Dank, Christian, für deine Unterstützung. Ich habe zu danken, Oma Friedas Knödel. Ja, ran an die Knödel. Die testen wir jetzt mal. Ja. Würdest du überall einen drauf machen? Ja, klar. Klöße mit Hirschkeule. Wir wünschen viel Spaß beim Nachkochen. Rezept war von Oma Frieda und zwar direkt von Gerd Vogt. Wir hoffen sehr, dass es schmeckt. Ihnen viel Spaß. Und wenn Sie es hier im Kaffeehaus Sibylla Augusta gerne mal testen wollen, ich würde sagen, besser vorher anrufen, oder Christian? Besser vorher anrufen, eine E-Mail schreiben. Es gibt viele leckere Sachen bei uns zum Essen, aber das speziell, wenn das jemand essen möchte, vielleicht 3-4 Tage vorher Bescheid sagen. Das machen wir genauso. Und jetzt würde ich sagen, guten Appetit, ihr Lieben. Wir lassen es uns schmecken, oder? Jawohl. Erstmal anstoßen? Jawohl. Na dann, zum Wohl. Zum Wohl. Und Ihnen viel Spaß. Dankeschön.